Donnerstag in dieser Woche. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und wir haben eine Trading-Chance aus dem Bereich der Getreide, und zwar Weizen auf der Short-Seite. Und dem wollen wir uns gleich widmen, aber natürlich nicht, ohne vorher auf die rechtlichen Hinweise geachtet zu haben, die auch heute wieder gelten. Wir sehen hier die langfristige Equity rot und das Auszahlungsprofil blau. Blau sind dabei die End-of-Trade-Profits und gelb sind die zwischenzeitlichen Buchverluste, die der Trade mit sich brachte. Und zwar ist das ohne, dass dort, also das ist die Rohauswertung, da ist noch nicht der Stop, der angewendet wird, inkludiert, sondern hier sehen wir das, was hinter der Also die pure Auswertung, das, was hinter der eigentlichen Strategie steckt. Und darauf basierend wurde dann der Stop terminiert. Wir sehen, die Equity, die sieht so ein bisschen zackig aus. Wenn man aber mal diesen einen Ausreißer hier, 2,6, wenn man den mal rausnehmen würde, nicht um sich das schön zu rechnen, sondern einfach um das Ganze mal so ein bisschen... Das macht man ja in der Statistik gerne auch, dass man die Extremwerte, die extremen Ausreißer rausnimmt, damit man ein besseres Bild bekommt, was durchschnittlich passiert. Die Ausreißer, mit denen müssen wir trotzdem leben, das ist klar, und die waren da und die trüben dann auch das Ergebnis oder die können das Ergebnis auch mal positiv beeinflussen. Aber worum es geht, das sieht dann hier schnell so aus, durch diesen einen Ausreißer, als wäre diese Strategie so ein bisschen unstet. Aber wenn man dann den mal rausrechnen würde, ja, wenn man diesen 2006er Trade hier rausrechnen würde, dann würde dieser Part hier oben andocken. Und dann sieht das Ganze ziemlich stetig aus. Das nur darum geht's. Also es geht nicht darum, sich das schön zu rechnen, sondern es geht darum, sich das Bild nicht wegen einem Ausreißer dauerhaft zu trüben. Und wir sehen, dass die Strategie zwischen dem 8.6. und dem 28.6. auf der Short-Seite handelt. Was steckt fundamental dahinter? Fundamental steckt hinter dieser Trading-Situation, dass Weizen den New Crop Month, den neuen Erntemonat im Juli hat. Da geht also die neue Ernte in die Lager. Und das bringt also naturgemäß Angebot. Und Angebot oder eine Angebotsausweitung, die drückt im Durchschnitt auf den Preis. Es wird natürlich Ausnahmefälle geben, logischerweise, nämlich dann, wenn das Angebot, sprich die Ernte, nicht so üppig ausfällt, dann geht eben nicht so viel auf Lager und dann geht der Preis eben nicht runter. Aber im Durchschnitt können wir eben sagen, okay, hin zur Ernte, also hin zu dem New Crop Month, sehen wir tendenziell Schwäche. Und da wir keine detaillierten Informationen haben, da wir auch viel zu spät in der Informationskette sind. Das müssen wir uns ja auch immer bewusst machen. Wir können ja nicht sagen, ja gut, da brauchen wir einfach noch mehr Informationen. Die bräuchten wir, ganz klar. Aber wir sind in der Informationskette und da kommen wir auch nicht weg von, sind wir viel zu weit hinten. Heißt also, ich muss mir im Klaren sein, ich komme bis zu einem bestimmten Punkt mit meinem Wissen, und zwar, wann ist der New Crop Month? Dahin komme ich und ich komme auch dahin, dass ich verstehe, typischerweise wirkt sich das eher preisbelastend aus in dieser Zeit, weil bestimmte fundamentale physische Prozesse in Gang gesetzt werden. Die Produzenten verkaufen vor diesem New Crop Month verkaufen nochmal verstärkt. Das drückt dann auf den Kurs oder beziehungsweise auf den Preis. Das ist das, was typischerweise dort passiert. Es kommt typischerweise auch neues Angebot. Das drückt auch auf den Preis. Also das ist der Hintergrund dabei. Aber wir kommen eben nicht an den Punkt, dass wir sagen, okay, dann lasst uns doch mal jetzt genau, und zwar rechtzeitig. Diese Daten kommen zwar irgendwann, aber wir kriegen es nicht rechtzeitig. Wir kriegen diese Daten nicht rechtzeitig, wie denn genau die Ernte ausfallen wird. Alles, was wir an Daten bekommen, die ganzen Ernteprognosen und so weiter, wenn wir das bekommen, ist das schon Wochen alt. Das muss einem einfach klar sein. Auch wenn man denkt, ah cool, ich habe Bloomberg und das ist super aktuell.
Diese Informationen, die wir bekommen, wenn wir sie bekommen, haben sie vor uns die Produzenten, die abnehmende Industrie, die Hedgefonds, die einen direkten Draht zu den Produzenten haben, große Banken. Das heißt, da sind schon viele Marktteilnehmer, die das vor uns haben. Dementsprechend funktioniert es nicht, dass wir sagen, wir warten darauf, was so an News kommt. Ja, dementsprechend ist also diese Vorgehensweise hier sinnvoll, dass wir also ein System haben, was zu bestimmten Zeiten regelmäßig auf eine bestimmte Entwicklung setzt, wohl wissend, dass es nicht immer hinhauen wird. Aber wenn ich das jedes Jahr mache, dann kommt am langen Ende ein deutlich positives Ergebnis raus. Zum Beispiel kann das Ganze gemacht werden mit einem Weizen-Short von Vontobel. Die WKN lautet VU3, VC0, VU3, VC0. Hebel liegt so bei 3,81 gegenwärtig. Einstieg Market, Stop-Loss 0,05 Euro. Achtung, Einsatz gleich Risiko. Wer nur 100 Euro einsetzen will, beziehungsweise wer maximal 100 Euro verlieren möchte, darf auch nur 100 Euro einsetzen bei so einem Trade. Wer 500 Euro verlieren kann pro Trade, kann 500 einsetzen. Und der Exit ist zeitbasiert am 28.06. Exit immer an den Stichtagen, wenn so ein Setup auftritt, zum Handelsende. Wir wollen also den gesamten Handelstag, den 28.06., noch mitnehmen. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading.